Da sind wir wieder, liebe Zuschauer, bei Rogue Legacy und dürfen uns mal wieder einen tollen Erben aussuchen. Einen schwulen Lichtkönig, eine gigantische Barbarenkönig oder eine Spielunkette. Die hypochondrisch ist. Ja, ich denke, ich mache mal einen Farbwahn wieder mal und nehme dafür die Spinnungskette. Oh, wir haben Gold, also melden wir gleich mal das Gold finden ab. Und unseren Schaden. Und dann gucken wir mal kurz, was haben wir hier Neues. Kein neues Schwert, aber den Bluthelm haben wir gefunden. Und ansonsten nicht wirklich was Neues, Tolles. Und damit geht es jetzt an Sharon vorbei. In das tolle Schloss. Und gleich den ersten Magier one-hitten. Da drüben ist auch gleich eine Truhe, die wir uns holen können. Na, die wäre jetzt weiter unten. Aber dafür können wir die Skelette erschlagen. Oh. Der korrupte Lord. Und wir sind gleich gestorben. Ja, super. Das war ein toller erster Run. Suchen wir uns lieber was anderes. Ja, eine Lichtkönigin, die nicht richtig die Dyslexia hat, also nichts richtig lesen kann. Eine gigantische Paladinin, die nicht richtig zaubern kann. Und eine Barbarenqueen mit Blähungen. Nehmen wir lieber mal die riesige Paladinin. Und ja, kaufen können wir uns nichts. Wir können nur Sharon einen Haufen abtreten. So, als Gigant haben wir den Nachteil, dass wir leichter zu treffen sind, aber wir haben ein größeres Ding. Ja, das hört sich so falsch an. Ein größeres Schwert, mit dem wir leichter Sachen treffen können. Oh, war wieder ein Tagebucheintrag. Worüber lässt sich der Prinz diesmal aus? Tagebucheintrag über 8. Also, er hat ziemlich viele tote Abenteuer gefunden und hat irgendeine Einsicht gewonnen. Und zwar erstens haben viele nicht genug Nahrung mit sich genommen und sind wahrscheinlich am Hunger gestorben. Und dass wenn er, wenn seine Vorräte geringer werden, er sich neue suchen muss. Zweitens, viele verlieren ihre Klamotten, was die Unterhosen tragenden Zombies erklären dürfte. Okay. Und bis jetzt hat es noch keiner so weit geschafft wie er, weil er seit einer Stunde keine Leiche mehr gefunden hat. Ah, tolle Erkenntnisse. Lass mich durch, ich bin Arzt. Ich habe keine Lust, von dieser blöden Kugel zermascht zu werden. Da unten sind Stacheln, soweit ich weiß, deswegen gehe ich hier einfach mal hier oben lang. Wow, in den Wald. Einen Dash habe ich leider nicht. Deswegen muss ich hier irgendwie anders drüber kommen. Ohne gleich zu sterben. Oh, ein Blob. Blobs geben schön HP.
Und genau das meinte ich, mit dem ich kann besser zuschlagen. Ich treffe Gegner auch weiter durch die Wand durch. Und hier muss ich wieder über diese grünen Dinger. So, alles richtig machen. Dann fahre ich auch gar nicht in den Stacheln. Aber werde von dem Höllenpferd umgehauen. Wow. Der kann so halber durch die Wände schießen. Kommst du runter? So. Na, komm ruhig näher. Aua. Ja. Ja, genau. Wow. Die sind gemein. Weil die brauchen nicht durch Wände durchschießen können. Die können einfach ihre blöden Stacheln überall spawnen. Den schnell töten, bevor er überhaupt was spawnt. Den Hund töten, bevor er uns anstürmt. Und die. Warum gehst du nicht mit einem Schlag tot? Blödes Viech. Komm her, du blöder Knochenkopf. Hier ist nichts versteckt. Aber hier ist wieder ein Auge. Zurück sind die Augen, One-Hits. Hütchen ist gut. Zurückgestoßen werden. Den anderen ist nicht so gut. Badge. So. Oh, Mr. Bones, mein Bruder. Erinnert mich immer irgendwie an Mr. Burns. Aha, ich springe auf die Runde, du kannst nichts dagegen machen. Und wir haben den Ranger-Helm gefunden. Oh, das bedeutet vielleicht mehr Lebenspunkte für uns, weil die Helme geben ja Lebenspunkte. Und jetzt wieder hier hoch. Und die hier alle töten. Aua. Ich sagte, die hier alle töten. Der hat so gut über uns drüber geschossen und Geld. Ja, wir sind jetzt mal wieder über 1000 Gold angekommen. Schicken ist gut. Tote Schleime sind noch viel besser. So, den Stacheln ausweichen. Den da oben eine drauf geben. Aua. Das ist wieder ein bisschen blöd. Wenn wir springen, springen wir zu hoch und springen in die Wölfe hinein. Hier ist jetzt außer drei Vasen mit etwas Gold drin. Und wieder so ein Kettenwerfer. Kettenschleuderer. Wow. Und die können ein bisschen durch die Wand rennen. So, da ist Hühnchen. Das ist gut. Jetzt müssen wir nur noch den da loswerden. Er nervt mit seiner Kugel. Oh. Also ich merke gerade, wir laufen im Kreis. Ja. Blöd im Kreis laufen. Ich will hier runter. Mal sehen, was es da unten gibt. Da unten gibt es doch die Burg. Und die kann ich alle durch die Wand töten, weil mein Schwert lang genug ist. Wow. Jetzt bin ich wieder in der Burg drin. Wow. Ich vergesse, dass ich dreifach Sprung habe. Hier drin können wir ein paar einfachere Sachen töten. Und dann schicken zum
Außer wir treffen natürlich den Backwood, der uns mit Dutzenden von Knochen bewirft. Was hat er denn bewacht? Gold. Oh ja, 2000 ist schon mal gar nicht so schlecht für den Run. Aber wir gehen weiter in den Wald. So, hier lang. Oh, ist das euer Ernst? Hier ist der Bossgegner. Okay, dann holen wir uns noch ein bisschen mehr Lebenspunkte. Da hinten fliegt einer durch die Gegend. Aua, so viel zu mehr Lebenspunkte holen. War. Den Scharfschützen da weg und den weghauen. Ja, gucken wir erstmal hier lang. Nein, damit sind wir zu viele von den Magiern. Wow. Aua. Musste das jetzt sein? Ich war kurz davor, volles Leben zu haben. Und dann kommt der blöde Pfeil an. Gut, dann eben hier lang. Wow. So viel zum Boss, Gegner. Oh, aber hier ist was Schönes. Gut, dass wir das. Gut, dass wir doch noch nicht zum Boss gegangen sind. Finden wir hier noch etwas Gold. Und hier nebenan. Schicken. Das ist doch gut. Und Skelettköpfe, die mit einem Schlag sterben, sind genauso gut. Oh ja, das ist schön. Weniger. Und da oben ist wieder der Wald, der Boss vom Wald. Mal sehen, wenn ich jetzt meine Lebenspunkte voll kriege, gehe ich gleich zu ihm. Kann ich euch, können wir den endlich mal probieren. Sonst hängen wir hier ewig noch beim Grinden rum. Ja, noch ein Gegner. Komm, gib mir noch irgendeinen Gegner. Nein, nicht in dem Raum. Gib mir einen Gegner oder gib mir Hähnchen. Und noch ein Tagebucheintrag. Eintrag Nummer 9. Der Eingang zum Thronsaal macht mich verrückt. Also er redet darüber, dass er nicht in den Thronsaal reinkommt und dass im Thronsaal eben die Rettung für den König liegt und seine Belohnung. Aber die Tür steht still im Haupteingang des Schlosses. Da sind wir auch ständig vorbeigelaufen. Und er hat alles Mögliche versucht, dagegen zu drücken, zu treten. Sie ist am Öffne dich zu schreien, aber es funktioniert halt einfach nichts. Und ihm sind die Symbole auf der Tür aufgefallen. Ja, bei uns ist ja schon das eine blau, weil wir das große Auge besiegt haben. Und er hat eins von diesen Symbolen sieht für ihn aus wie ein Biest, das er in der Burg gesehen hat, aber es vermieden hat. Er vermutet, dass es da einen Zusammenhang gibt. Und ja, den gibt es ja auch. Komm her, du was. Wenn wir dich töten, haben wir die Lebenspunkte, die wir brauchen. So, jetzt darf nur nichts schief gehen. Ach, hier wäre auch noch du was gewesen.
So. Wir haben einen Haufen Geld zusammen. Dann ab zum Boss. Los. Der scheint schnell zu sein. Und es ist der vergessene Alexander. Ein riesiger brennender Totenschädel. Der gefährlich ist, wenn man nicht aufpasst. Oh, das spawnt kleine Totenschädel. Aua. Okay, der braucht viele kleine Totenschädel. Da müssen wir aufpassen, dass wir die so schnell wie möglich wegschlagen, bevor die zum Problem werden. Und wir sollten nicht unbedingt in seiner Schussbahn stehen, wenn er schießt. Aua. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus für den ersten Versuch. Aua. Noch ein Treffer und wir sind tot, merke ich gerade. Und wir sind tot. Aber das war ein guter Run. Mal gucken, was können wir als nächstes nehmen. Ein Archmage, und noch ein Paladin. Der... kurzsichtig ist. Ja, gut. Aber ich würde mal sagen, das war's dann erst einmal für diese Folge. Wir sehen uns gleich wieder.